Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen wenigstens auf diesem Wege alle meine guten Wünsche auf dem Weg nach Tokio mitgeben. Und ich weiß natürlich, dass es ganz anders sein wird als bei den letzten Olympischen Spielen. Johannes Vetter, bei Ihnen muss ich nach Motivation gar nicht fragen. Sie haben gerade erst einen Weltrekord gekratzt, wenn ich das mal so sagen darf, der, wenn ich das richtig weiß, zweitbeste Versuch in der Geschichte des Speerwerfens überhaupt. Es fehlen noch so gut 70 Zentimeter. Schafft man die in Tokio? Ja, das ist immer schwer zu planen, das dann direkt Höhepunkt auf Weltrekordniveau zu werfen. Ich wäre ganz froh mit einer Goldmedaille und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn ich sie dann auch mit knapp über 90 hole. Ja, ich glaube, das werden Ihnen alle verzeihen. Stellvertretend für alle, die ich hier sehe, aber auch stellvertretend für diejenigen, die jetzt in dem Call heute Abend nicht dabei sind. Ganz, ganz viel Erfolg. Alle meine guten Wünsche für Tokio. Vielen Dank für heute Abend und kommen Sie gut nach Tokio und vor allen Dingen viel Erfolg bei den Wettkämpfen. Kommen Sie heil zurück. Alle guten Wünsche aus Berlin.